Warum? Ramelow hat nur ein Ei, aber mit zwei Dottern? Das ist Journalismus 2.0, Freunde. Öliges Rangewanze vom Allerfeinsten. Kann man das noch toppen? Aber hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Die schleimigsten TV-Sender der Welt. Heute Folge 375, der Bayerische Rundfunk. Ja, ich begrüße unsere Expertin für schamlosen Rektaljournalismus und wildes Geschleime, Caroline Kebekus. Caroline, wenn ich das sagen darf, du siehst heute wieder fantastisch aus. Ah, danke, Oliver. Ich wünschte, ich könnte das Kompliment zurückgeben. Meine Damen und Herren, ich weiß, es macht keinen Spaß, aber lassen Sie uns über den Bayerischen Rundfunk sprechen. Ja, hilft ja nichts, Oliver. Der BR, ohnehin Deutschlands feinste CSU-Arschkriech-Adresse, hat jetzt wirklich den Vogel abgeschossen. Und zwar in der an sich schon ekligen Vorabendserie Da Horm ist Da Horm, was sinngemäß so viel heißt wie Bayern hat den längsten. Verzeihung, aber dieser Vorspann macht mich fertig. Und als ich neulich fast an meinem Erbrochenen erstickt wäre, kam es noch schlimmer. Folgende Szene. Die patente Metzgersfrau hat eine Reifenpanne. Und dann passiert was ganz Schlimmes. Bleiben Sie überhaupt mitten in der Pampa stehen? Müssen die Großkopfer den Arm mal bisseln, ha? Das hab ich fein gehört. Eha. Der Söder. Oh, der Söder. Ich werd feucht. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Der darf im BR als er selber in einer erfolgreichen Serie mitspielen? Trauen Sie sich ja nicht mal in Nordkorea. Ja. Wohl wahr. Und der BR wäre nicht der BR, wenn er auf diese Peinlichkeit nicht noch einen großen, dampfenden Haufen oben draufsetzen würde. Denn Söder darf in einer gefühlt zweistündigen Szene ausführlich über die Leistungen der CSU in Bayern salbadern. Was machen Sie jetzt zum Beispiel gegen die Abwanderung vom Land? Ich meine, die jungen Leute, die wollen doch alle in den Staat. Stimmt, da machen wir eine ganze Menge dagegen. Mehr als jedes andere Bundesland. Bayern ist in der Beziehung Vorbild in ganz Deutschland. Beispielsweise machen wir ein Programm, damit die jungen Leute da bleiben können, über schnelles Internet schaffen. Es gibt eins, was natürlich sehr wichtig ist. Ein Erhalt der kleineren Mittelschulen, auch bei weniger Schülerzahl, dass die Klassen halt bleiben. Und für die älteren Leute sehr wichtig, wir machen auch die medizinische Versorgung mit vielen Ärzten. Oh, schade, schon vorbei. Vorbei. Stark gekürzt. Leider. Ja. Wirklich vorbildlich, wie Söder, der teigige Franken-Kim Jong-un, hier ungebremst seine Jubelpropaganda auskübeln darf. Also, ich beantrage die sofortige Umbenennung des BR in PR. Zu Recht. Zu Recht, denn der PR hat den Minister ja sogar angerufen und ihn angefleht, bei der Scheiße mitzumachen. Ja, und das ist erst der Anfang, Oliver. Ab jetzt laufen im Nachtprogramm nur noch Filme, in denen Söder mitspielt. Und Klassiker werden natürlich nachbearbeitet. Hier zum Beispiel dieser alte Lederhosen-Bums-Film. Wir haben übrigens nicht nur pro Prüfer die besten Ergebnisse in Deutschland, also mit dem meisten Geld, sondern wir haben auch zugelegt mit vielen, vielen hundert Stellen. Jetzt im Nachwuchsaushalt kommen noch einmal fast 175 neue Stellen dazu. Da haben wir viel getan, das verbessert. Wir haben vor allem auch Spezialeinheiten geschaffen, um ganz bestimmte Steuerdelikte besser anzugehen. Also wir haben da schon einiges getan. Toll. Ganz toller Film. Wie heißt der? Der heißt Unterm Dirndl wird gesödert. Ah. Ja, kannst du dir in der BR-Mediathek runterholen. Und dann haben sie Söder noch einen Kindheitstraum erfüllt. Eine Rolle in Winnetou 3. Oh. Ja. So kann man über die Selbstanzeige Geld bekommen, aber man muss sie verschärfen. Man muss die Verjährungsfristen verdreifachen. Man muss die Strafzuschläge verdoppeln. Ich glaube, mit so einer drastischeren Maßnahme, die wir auch gerade von bayerischer Seite fordern, kann man da eine deutliche Eingrenzung erreichen. Ja. Das ist wirklich. Ich
liebe den Film, das ist das erste Mal, dass ich Winnetou beneide, muss ich sagen. Ja, stimmt, er muss sich das Gesabbel nicht mehr anhören. Caroline Kebekus, meine Damen und Herren, vielen Dank. Unterm Dirndl wird gesödert. So, warte mal. Was fehlt noch? Ach ja, das Wetter. Aber ehrlich, ist eh viel zu kalt in Deutschland für oben ohne Baden, oder Anneke? Wie bitte? Wie bitte? Du sollst dich ausziehen, verdammt nochmal! Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönen Abend noch. Tschüss.